Hallo und willkommen zurück hier zu Let's Play Far Cry 3 mit Jason Brody auf Rook Island. Ja, unterwegs immer noch auf dem Weg in Richtung Medusa, ja diesem Schiff der Piraten, wo wir uns ja ein paar Informationen erhoffen, ob des Verbleibs unserer Freunde, ne? Wir haben noch nicht alle gefunden, wir haben bis jetzt Daisy gefunden. Ja, und wir haben beim letzten Mal eine Runde Poker gespielt und zwei Außenposten eingenommen der Piraten. Das heißt, dieses Gebiet hier oben ist jetzt erstmal relativ sicher. Hier haben diese bösen Piraten keinen einzigen Außenposten mehr. Ja, und wir haben natürlich auch noch die eine oder andere Schatzkarte gekauft, weil man jetzt plötzlich sämtliche Beutekisten und auch diese Relikte sieht, ne, die man sammeln kann. Und ich habe jetzt in der Pause hier unten auch mal diese komischen Viecher gejagt. Ich habe beim letzten Mal Ameisenbär dazu gesagt, ne? Also diese komischen Teile hier, diese Viecher. Und habe zwei von denen getötet und habe jetzt meinen Beuterucksack vergrößert. Ich habe ja gesagt, ich mache das mal in der Pause und warte da immer noch auf eure Rückmeldungen, ob das okay ist, wenn ich solche Dinge in der Pause mache oder ob ihr sagt, nö, das wollen wir auch sehen. Ne? Also wir haben jetzt hier, diesen verstärkten. Wir können jetzt 48 Teile mit uns rumschleppen. Das mit der Geldtasche, der Geldbeutel. Was haben wir? Stopp. Was mache ich denn hier? Hallo? Hier, die Brieftasche, die Geldtasche. Ja, Casual-Leder. Das habe ich nicht gemacht. Also das wäre zwar auch an der Zeit, aber da will ich auf eure Rückmeldung warten. So, ja, Richtung Medusa. Heißt, wir brauchen irgendwie einen fahrbaren Untersatz. Wenn wir da hinwollen. Nee. Nicht wirklich, Freunde. Den hier nehmen wir nicht. Keine Angst. Ich wollte euch bloß schocken. Ohne Strandbuggy. Ja, das ist doch schon klar, oder? Mit was wir fahren. Dann nehmen wir natürlich den Strandbuggy. Das ist ja lustig. So, die Medusa ist irgendwo da hinten. In der Richtung. Also, ab geht die Party. So ein Strandbuggy fahren. Ich glaube, das ist ziemlich lustig. Habe ich selber noch nie gemacht. Aber da fliegt ja der Sand wahrscheinlich ganz schön um die Ohren, speziell wenn man da zu mehr unterwegs ist, ne? Wenn man da nicht alleine, sondern zu zweit, zu dritt, zu viert ist. Das ist bestimmt sehr witzig. Und man wird vielleicht auch ein bisschen seekrank. Hallo, wer seid ihr denn? Steht ihr blöd rum? Ich vermisse ihn. Vermisst ihr mich auch? Hä? Wer seid ihr denn, Freunde? Ja? Oh! Wolltest du mir über den Fuß fahren? So, ja, hier werde ich wahrscheinlich gar nicht weiterkommen, oder? Mit dem Strandbuggy? Nee, ist Endstation. Den Rest müssen wir laufen. Da vorne geht auch schon das Gebiet los. Man sieht es auf der Map, diese gelbe Markierung. Hier muss es vor Piraten nur so wimmeln. Ich suche mir einen Aussichtspunkt. Okay. Oh, da ist schon der erste. Entdeckung vermeiden. Funker lautlos töten, um an ihre Informationen zu kommen. Okay. Funker soll man töten, den Aussichtspunkt. Wir sollen leise sein. Ne? Das ist natürlich genau das, was ich gerne mache. Würde ich sagen, dann steigen wir mal auf den Bogen um. Mit dem ich ja so gut umgehen kann aktuell. Wirf einen Stein. Steine werfe ich immer gern. Hopp. Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Also, der hat's mal nicht gerallt. Das ist ja lustig. Ich hab noch was gehört. Naja, der halluziniert ja. Dann würde ich mal auswechseln, den Kollegen. Oh, schau doch mal hier, da hat sich, haben sie einen aufgehängt. Moment, das sieht man vielleicht mit der Digitalkamera besser hier, ja. Den haben sie einfach kopfüber hier aufgehängt an die Palme. Ihr seid ja krass drauf. So, aber nicht entdecken lassen jetzt, Freunde. Ist das die Medusa? Halt doch mal die Schnauze, Mensch. Ich höre doch nichts, wenn da einer kommt. Fokussieren, bla bla bla. Ja, ja. Bewegungen verfolgen. Das ist mir schon auch klar. Also, der bleibt wohl dahinter. Der macht nichts da. Da ist einer. Ah, das ist wohl der erste Funker. Was macht der da hinten? Der schweißt irgendwas. Aha. Die sind nur zu zweit, so wie es aussieht. Ich sehe ja mal keinen anderen mehr.
Also wenn wir den, wenn wir das natürlich nicht schaffen, den wir im ersten Mal aus zum Schalter, dann ist hier vorbei mit Silent Mode, ne? Dann ist hier mal ganz, ganz großes Problem. Auf dem Schiff ist schon mal keiner, der uns von oben, da steht's ja, Medusa, der uns von oben irgendwie sieht. Wenn wir nicht aufpassen. Der läuft da rein zu dem College, okay. Mal ein bisschen, bisschen Vorsicht. So, jetzt mach dich da weg, Junge. Geh mal spazieren, komm, geh mal spazieren. Okay, er geht spazieren, schön. Kann ich mich hier hinten rum reinschleichen? Nee, es geht nicht, schade. Soll ich den mit dem Bogen erledigen? Soll ich es probieren? Nichts von Meier hat mal großes Kackern, ja? Scheiß Rebellen! Jawohl! Geil! Das war schon mal gut. So, den können wir, denke ich, von hinten mit einem Takedown nehmen. Ja, passt. Okay, Funker wäre erledigt. Das wäre erledigt. Trotzdem vorsichtig sein. Wo ist denn der Funker jetzt? Da ist er, mein Gott. Kriege ich den Pfeil eigentlich wieder? Frequenzcode 1. Wie, Frequenzcode 1? Sind es mehrere oder was? Ja, okay. Wäre zu einfach gewesen, ne? Das ist der Nächste, der irgendwas schweißt. Ich gehe mal da außen rum. Durchs Gestrüpp. So. Dahinter kann ich hoffentlich ein bisschen schneller laufen. Da habe ich einen besseren Überblick von da. Ja, da ist ein Zweiter. Ja, ja, okay. Da ist nochmal ein Funker. Wie soll ich denn das machen? Die sehen mich ja. Scheiße. Okay, ob ich mich da durchschleichen kann hier? Da ist nochmal ein Diamant, eine Beutekiste in die Richtung. Am Wasserfall. Ja, ja, da sieht man es ja auch schon. Das ist auch eine Höhle. Oder ist das jetzt nur ein Bug? Heißer Pokerchip? Da muss doch irgendwo eine Höhle sein. Zumindest wird es auf diesem kleinen Radar so angezeigt. Ist auch irgendwo ein... schwierig. Der hat uns fast gesehen. Oi. Ich muss den irgendwie umlaufen. Klar, wenn ich den jetzt töte und der andere kommt zurück, dann sehen sie mich. Oder dann weiß er, oh, da ist einer tot umgefallen. Ne? Der fällt ja nicht von alleine tot um. Also höchst selten zumindest. Deswegen bin ich da jetzt echt mal vorsichtig. Ich warte, bis der zurückkommt. Hier kurz blöd rumsteht und dann wieder auf dem Rückweg ist und dann hole ich mir den da unten. Oder ich schieße mit dem Bogen, aber ob ich nochmal... jetzt hat sich's erledigt. Ob ich nochmal so viel Glück habe und den mit dem Boden erwisch? Mit dem Boden. Mit dem Bogen natürlich, meine ich. Wie viel Funker das wohl sind? Ich schaue mir dabei nochmal das Schiffle an. Mal von der anderen Seite noch kurz ein bisschen spähen. Die Medusa, ein Riesenkahn. Ah, Scheiße! Das brennt wie
Sau beim Pissen. Warum tick ich auch ohne Gummi? Tja, das weiß ich auch nicht, warum du ohne Gummi. Oh, fuck. Oh, das hat ja toll geklappt. Das hat ja super geklappt. Naja, zumindest haben sie nicht Alarm geschlagen, ne? Das ist auch schon mal was. Junge, Junge. Ich habe gedacht, ich bin da leise, aber gut, der hat wohl beim Drüberspringen über das Teil hier, hat er wohl die Deckung verlassen. Noch mehr Funk. Ach, jetzt hör aber auf. Shit. Wo soll hier noch ein Funker sein? Ah, das wird jetzt ja langsam anstrengend, doch. Was ist denn hier los? Vor allem, jetzt geht dann so langsam die Deckung aus. Halt, da hinten ist einer. Ha, okay. Den Funker hätten wir. Bloß der wird ja nicht allein sein, ne? Der wird ja auch irgendwie einen Kumpane haben. Der geht auf das Schiff hier, okay. Schauen wir mal, ob wir uns durch das Schiff hier durchschleichen können. Da ist der zweite. Der sieht uns nicht, okay. Der eine geht außen rum. Du Scheiße, 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 Scheiße. Das war nicht gut. Der hat es nicht gehört. Der hat den Stein nicht gehört. Oh Gott, Alter. Tja. Ich habe mir gedacht, als Funker muss man ein bisschen gutes Gehör haben. Offenbar nicht. Scheiße. Das war jetzt natürlich nicht suboptimal. Hätte sie da eine Leuchtrakete abgeschossen oder was das war? Nee. Ich will den Depper durchsuchen, Mensch. Jetzt zum Funkgerät. Okay, also offenbar hat es nicht mehr gegolten. Ansonsten wäre jetzt hier schon längst Polen offen. Also dann. Was ist das? Oh, entzündbar. Okay, da muss ich aufpassen, worauf ich schieße, glaube ich. Ansonsten fliegt mir das ganze Ding um die Ohren. Zum Funkraum. Da oben ist er, okay. Das geht so leicht, Freunde. Das geht so leicht. Das geht viel zu leicht. Irgendwas stimmt da nicht. Hip. Das geht definitiv zu leicht. So, dahinter steht immer noch der andere Bobo und hält Maul auf den Pfeil. Also dann schauen wir rein. Aber in den Funkraum. Schwimmweste. Erstmal Gesundheit, aber die brauchen wir momentan nicht. Munition brauchen wir auch nicht. Was ist das denn? Ah, eine Weste. Cool. Körperpanzer. Ja, ja. Wie in GTA kennen wir schon den Körperpanzer. Das ist Funkgerät. Was nimmt Erpresservideos in der PC auf? Der will Lösegeld. Mir wurde gesagt, ich soll Käufer auftreiben. Tu das. Sobald das Geld von den Eltern kommt, gehen die Geiseln auf den Schwarzmarkt und wir beliefern deine Käufer. Doppeltes Geld. Das gefällt Papa. Hey, nicht über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße, komm hierher. Ich bin soweit. Jetzt oder nie. Raus hier, komm. Beseitige die Verstärkung. Das wird lustig.
Super. Neues Tutorial. Schwierigkeit. Wie Schwierigkeit? Ach, ich kann den Schwierigkeitsgrad ändern. Ja, naja. Schauen wir mal, ob es nötig ist. Das hat funktioniert. Oh, oh. So, Freunde. Was ist los? Da unten ist noch einer. Ja, bis jetzt geht's erstaunlich gut. Wo geht's denn hier runter? Ach, hier. Da rennen noch welche rum. Der nächste dahinter. Das ist zu hoch, da kann ich nicht runterspringen. Kannst vergessen. So, schauen wir mal, ob der Kollege was dabei hat. 10 Dollar. Ganze 10 Dollar hat er dabei. Respekt. Dennis? Hey Dennis, bin auf der Medusa. Piraten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Was ist in Amanaki schon wieder? Wieso wechselt er schon wieder die Waffe? So. Also hätten wir das zumindest geschafft. Die Medusa ist erledigt. Die Medusa-Geschichte. Was will unseren Tod, hat er gesagt. Okay. Das ist ja nichts Neues eigentlich, ne? Fähigkeitspunkt erhalten. Nice. Erweiterte Wahrnehmung. Was? Neue Anleitung zum Herstellen. Kampf. Erweiterte Wahrnehmung. Gegner durch den Geruch und Sprengstoff über seine Ausdünstungen wahrzunehmen. Ui, das ist, glaube ich, nicht schlecht. Das legen wir mal auf die 8. Cool. Nicht schlecht. Jagd können wir auch herstellen, oder? Ah, die Spritzentasche ist voll. Okay. Was brauche ich denn für den Pfeilköcher? Ziege. Okay, weil 10 Pfeile sind schon wenig. Also Ziege brauchen wir auch noch. Mein Gott, was wir alles brauchen. Und ich habe die ganze Beutekiste nicht eingesteckt, ne? Die hier rumliegen. Wobei ist die Frage, brauchen wir das alles? Brauchen wir die ganzen Beutekisten oder ist das nicht irgendwie so... Absolutes nice to have. Oh. Das klingt so, als ob das Schiff gleich runterkommt. Dann lieber nicht. So, also kommt die Beutekiste hier nehmen wir noch mit. Elfenbeinfigur, genau die wollte ich. Die stelle ich mir aufs Nachtkästle, ne? So, dann geht's nach Amanaki. Da hier ist jetzt alles grün hier, ne? Ist doch schön. Hier ist alles sicher. Also hier könnte man sich jetzt austoben ohne Ende. Da gibt's Ziege. Also wir düsen nach Amanaki, holen uns die Ziege. Heißt, dann können wir unseren Pfeilköcher herstellen. Das wäre nicht schlecht. So. Und Ziege markieren. Also das muss noch sein, ne? Es hilft ja nichts. Freunde, ist ja klar. Ab in Richtung Ziege. Davon ist Dennis, ja, den will ich im Moment nicht. Da laufe ich jetzt auch nicht hin. Weil ansonsten aktiviert sich wahrscheinlich bloß die Mission. Wenn ich da jetzt hinlatsch. Naja, da ist wieder so eine komische Medizin-Mission. Nee, nee, ich will die Ziege. Ist das, geht es hier überhaupt richtig? Nee, hier muss ich, ne? Ich meine, dass uns hier jetzt Piraten über den Weg laufen, ist ja eher unwahrscheinlich. Da haben wir jetzt durch die Zerstörung der ganzen Außenposten wahrscheinlich erstmal Ruhe. So, okay, kleine Grafikbugs hier. Sprich mit Dennis, ja, ja. Hallo, ich... Oh, komm. Wo ist hier eine Ziege? Hallo, meh. Wieso sehe ich jetzt wieder keine Ziegen da, Mensch? Muss doch hier irgendwo sein. Jetzt wäre so eine Jagdinstinkt-Spritze natürlich super. Ja, also irgendwie... Hier gibt es hier gerade ein paar Grafikbugs. Das sieht ja echt lustig aus.
Ja, das, ja, wobei lustig ist was anderes, ne? Wo sind die Ziegen? Hallo? Wo sind die Ziegen? Glaube ich ja gar nicht. Glaube ich ja gar nicht. Das ist der Außenposten. Beziehungsweise der Funkturm. Den kennen wir ja. Das war ja, glaube ich, das war doch der erste Funkturm, den wir geholt haben, oder? Ja, genau. Und hier sollen Ziegen sein? Kann ich mich nicht daran erinnern, dass da Ziegen waren. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Die Kisten hier kann ich mich auch nicht erinnern. Ich nehme alles mit, aber trotzdem schon ein bisschen komisch. Ich sehe keine Ziegen. Oder haben wir die ausgerottet? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja gut, mein, dann gibt es halt keine Ziegen. Da gibt's Hunde da hinten. Ja, oh, dieser blöde Grafikbug, der regt mich gerade auf. Das ist echt bitter. Da sind Ziegen, jawohl. Geht doch. Heißt Ziege. Tot? Habe ich sie erwischt? Nee, natürlich nicht. Doch, da ist sie. Okay. Hallo? Heute mal die Ziege, bitte. Ich will bloß den Pfeilköcher haben. Dann geht's ab. Und dann will ich hier auch noch das Zeug hier. Wenn es hier was zum Einstecken gibt, ne? Das nehmen wir auch noch mit. Was macht ihr hier, Freunde? Ach, Wildschweine, die Armen. Oh, da ist eine Höhle. Ah, da muss ich da hoch, okay. Ja, ja, ich weiß, ich wollte eigentlich zu Tennis. Aber hier, wenn ich schon mal da bin, da gibt es ein Relikt hier. Cool. Da vorne ist es. Wo sind wir denn hier eigentlich? Ah, schon wieder ein Stückchen weg von Amanaki. So, Spinnenfetisch. Hey, 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 ho. Oh. Home, meins. Was noch? Geld. Auch meins. Auch meins. Oh, Grabschänder. Jason Brody, der Grabschänder. Naja, Indiana Jones hat sich ja auch Archäologe genannt, ne? Dabei hat er nichts anderes gemacht. Also dann nenne ich mich jetzt auch Archäologe. Alles im Namen der Forschung, Freunde. Alles im Namen der Forschung. So einfach ist es. So, also Transwarp ab nach Amanaki. So, auffüllen bitte. Halt, nee, nix auffüllen. Du Affe, jetzt lass doch mal hier den Fallköcher herstellen. Genau, dankeschön. So, Tab. Hättet ihr das nicht früher sagen können? Dann hätte ich nämlich die Tab hier, hätte ich noch zwei mehr mitgebracht. Ach, das ist doch wieder. Naja, was soll's. Also, einmal auffüllen bitte. Sturmgewehr und Pfeil haben wir wenigstens ein bisschen was dabei. Das passt schon. Raus hier. Und dann geht's zu Dennis. Was ist passiert? Vaas plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vaas will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's.
Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfäller-Camp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Viel Glück, ja. Spielverderber. Neue Mission, okay. Sag mal, der sieht doch auch wieder genauso aus wie der andere Typ am Außerposter, ne? Also ich fürchte, die haben ja ganz wenig Charaktermodels hier in Far Cry 3. Die haben sie immer wieder kopiert, das ist ja lustig. Was ist das da drüben? Wer seid ihr denn? Wir haben gesucht. Was, wenn sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen... sich umbringen. Oh. Sie sind jung. Närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte. Finde Nadia, bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Warum bist du Julia? Ach, das ist diese Mission. Finde Nadia und ihren Lieb... Ah, nee, das ist jetzt eine Anspielung auf Shakespeares Romeo und Julia. Dieses Liebesdrama, wo am Ende beide umkamen. Ach Gott, das finden wir jetzt die tote Julia, oder wie? Wo müssen wir hin? Aktuelles Ziel, ich hoffe, das ist es. Ja gut, ich meine, das bietet sich an. Wenn wir schon da sind, können wir auch den komischen Ameisenbär hier nochmal jagen. Ja, also ich meine, ihr wisst, wen ich mit Ameisenbär meine. Wie bist du denn? Ach, kann man bei dir Messer werfen, oder was? Oder Bogenschießen oder was das auch immer ist. Es sieht eher nach Messerwerfen aus hier, gell? Von der Distanz her würde ich sagen, eher Messerwerfen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss Julia retten, verstehst? Ich muss die gute Julia retten und mir ein Küsschen holen wahrscheinlich, wenn ich schaffe. Ja, falls ich schaffen sollte. Wenn ich nicht zu spät komme. Was ist das da drüben? Oh, dieser scheiß Grafikbug. Bist du die Julia? Das wäre es ja, dann habe ich die schon gefunden. Das wäre ja lustig. Ich hab die Julia. Schwinker mal, komm mal rüber. Ja, das ist fürchtig, die Julia. Ich komme. Julchen, bin schon da. Befreie das Gebiet von aggressiven Tieren. Oh Gott, was sind das für Tiere? Schau das mal an. Schwierig. Und dieser blöde Grafikbug. Hallo? Was seid ihr denn drauf, Freunde? Hm? So, sind jetzt abgehaut, oder wir? Jule, ich hab dir gerettet. Hallo? Nein, ich erschieß dich nicht, muss keine Angst haben. Ja. Die sind nicht abgehaut, gell? Nee. Da hinten sind sie. Oh, ich muss mal markieren hier. Ansonsten wird es nichts. Ich vermisse ihn. Ah, da kommt der nächste Schlauberger. Das hört sich sehr nah an hier. Was halten denn die scheiß Viecher aus? Das glaube ich ja gar nicht. Komodo-Varan. Hopp. Hopp. So, brenne. Genau, ich zünde ihn einfach an und stirbt auch. Oh, ich fürchte, ich habe da gerade einen riesen Waldbrand losgetreten, oder? Vermisst er mich auch? Nee, okay, der Wald brennt jetzt nicht ab. Das habe ich schon gedacht. Jetzt, das wäre ja noch schöner. Das wäre ja noch schöner. Aber gut, möglich wäre es natürlich, ne? Man passt da auf. Plötzlich brennt der ganze scheiß Wald. So, das wäre geschafft. Die sind alle tot.
Möchte jemand verbranntes Commodore-Waran-Fell? Fell oder Haut, besser gesagt, ist ja kein Fell, ne, ist ja Haut. Commodore-Waran-Haut. Ich hätte ein bisschen was anzubieten. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen, aber ich nehme sie mal mit, ne? Wenn ich sie schon habe, nehme ich sie mit. So. Da hätten wir noch was. Und da liegt ein Toter, den habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Ja, bist du Romeo, oder? Kann das sein? Der hat die Zeichen der Rakiat, ja. Vielleicht mal hier ein bisschen plündern, ne? So, Julia, jetzt pass auf, Schätzelein. Jetzt erzähl mal. Hopp. Was hast du hier gemacht? Hm? Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Jo, geh heim, Julia. Vierte, mach's gut, servus. Auf Wiederhören. So, schon wieder $1800, mein Gott. Ja, wenn wir schon da sind, ne, dann gehen wir auch noch hier hin, das ist gerade egal. Da drüben ist ein Auto, das nehmen wir, das ist vermutlich von dem Bobo da, von dem Romeo, von dem Verkappten. Hat ihm nicht viel genützt, ne, er hätte die Julia lieber mit nach Hause genommen, hätte er wahrscheinlich mehr davon gehabt. So, oh, wir haben das Auto an den Baum gesetzt. Jetzt bin ich hier im Baum mit dem Auto. Okay. Naja, also die Fahrskills sind nicht besser geworden, euch das Gefühl. Nee, die Fahrskills sind nicht besser geworden. Haben sich nicht verbessert. So. Hier irgendwo müssen die Viecher sein. Wenn man es jetzt finden würde. Ach, diese. Also ich muss jetzt ganz dringend mal die Aufnahme neu machen, glaube ich, weil mit diesen scheiß Grafikbugs, das ist ja kein Spaß. Das ist ja kein Spaß. Ich sehe auch die Viecher nicht. Ich sehe die Viecher nicht. Die haben sich bestimmt jetzt wieder versteckt und lachen sich eins. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, ich mach an der Stelle mal für heute Schluss. Speichern nicht vergessen. Genau, speichern. Naja, also ihr habt es gesehen, hat gespeichert. Und ja, werdet dann mir diese komischen Ameisenbären noch holen. Und beim nächsten Mal geht's dann ab mit der Mission für den Dennis. Ich sag wie immer herzlichen Dank fürs dabei sein. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen hier bei Let's Play Far Cry 3 mit Jason Brody auf Rook Island. Bis dann.